Nebeneffekt von allen Meetings ist, dass Menschen sich treffen, Verbindungen entstehen und wir damit eine Basis haben für Vertrauen. Ja, wir sind hier mit den Beiträgen in einem sehr breiten Spektrum unterwegs und das sind wichtige Impulse. Für mich ist der persönliche Benefit, hier zu sein, dass ich aus der Praxis Ideen für meine Forschung generieren kann. Für mich ist es unheimlich gut, hier heute alle Branchenvertreter zu treffen, mit ins Gespräch zu kommen, sich zu vernetzen und eben gemeinsam über die Herausforderungen zu sprechen. Und ich glaube, das Forum bietet eine ideale Plattform, aber den Rahmen, den wir haben, den bilden in erster Linie unsere Referenten, denke ich auch, das ist ein Applaus wert. Bewährt hat sich in den letzten Technikforen unser Moderatorenteam, Frau Professorin Dr. Jutta Hansen und Professor Dr. Stefan Tenbohlen. Wir haben große Aufgaben vor uns. Wir brauchen dafür unsere Dienstleister, wir brauchen dafür unsere Partnerunternehmen. Und heute versammeln sich alle hier. Also bietet die Veranstaltung eine super Möglichkeit, sich zu vernetzen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Und als Netzbetreiber sind wir mittendrin. Wir bilden praktisch das Rückgrat der Energiewende und ermöglichen erst anderen Sektoren und anderen Industrien selber zu dekarbonisieren. Ja, mein erster persönlicher Benefit ist gewesen, dass ich mir Gedanken machen durfte, das Thema nochmal für ein besonderes Auditorium aufzubereiten. Der weitere Nutzen, den ich habe, ist natürlich hier der Vernetzungsgedanke und die Themen, die uns in der Branche bewegen, zu diskutieren. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, was noch zusätzlich an Netzausbau und an Innovationsintegration bevorsteht, werden auch hier wieder Dienstleister eine große Rolle spielen. Oder meine Anregung, die ich aus den Vorträgen herausnehme, ist einfach, dass man für Neues offen ist und dass es einen dann auch beruflich erleichtert, dass man dort auch das Marketing verstärkt einwenden kann. Ist eine tolle Location für so eine Veranstaltung, weil sie auch viel Kommunikation und Austausch ermöglicht und auch fördert. Es ist eine sehr gute Zusammenfassung, es ist ein sehr gutes Kondensat des Standes, wo die Diskussion gerade steht und was jetzt als nächstes auch an Herausforderungen auf die Branche zukommt. Und das hat einen direkten Bezug zu meiner beruflichen Tätigkeit und ich nehme viele Impulse mit für die künftige Ausrichtung unserer Forschungsgemeinschaft. Wichtig ist mir das Thema Identität und Wertschätzung. Wir brauchen Arbeitskräfte. Wir brauchen Arbeitskräfte an jeder Stelle. Wir brauchen für diese Arbeitskräfte in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, eine Wertschätzung. Das Problem ist nicht, Aufträge zu bekommen. Das Problem ist, die Menschen zu haben, die diese Aufträge qualitativ in einer hohen Qualität abgeben. Ich wünsche Ihnen ein erfolgreich inspirierenden Abend. Trinken Sie dafür eine Art Bier. Vielen Dank. Eine Abendveranstaltung gehört immer dazu, weil dann kann man netzwerken und dann wird auch mal nicht so, ich sag mal, einfach geschwollen geredet, sondern tatsächlich pragmatisch, um zu verstehen, welche Sorgen hat der andere und wie können wir gemeinsam mit den Sorgen so umgehen, dass was Besseres für alle zusammen herauskommt. Das OMEXOM Technik Forum ist eines der wenigen Veranstaltungen, bei dem sich Techniker untereinander tatsächlich technisch in der Tiefe unterhalten können und miteinander diskutieren, wie wir die Herausforderungen, die alle vor uns stehen, in den nächsten Jahren auf der technischen Seite realisieren können. Die Inhalte, die hier präsentiert werden, sind Motivation für meine Forschung. Ich sehe, welche Produkte weiterentwickelt werden, wohin die Reise geht. Ich sehe, was die Netzbetreiber einsetzen wollen. Und ich sehe vor allen Dingen auch, wie Energiewende umgesetzt wird. Und so wie der Raum bestuhlt ist, gibt es natürlich eine ganz familiäre Atmosphäre. Die Innovationsideen, die hier entstehen können, die nehme ich gerne mit. Und die können wir dann bei uns in der täglichen Arbeit umsetzen. Für mich war es heute wieder ganz wunderbar, nochmal viel plastischer aus dem Munde unserer Kunden, aus den Vorträgen zu hören und zu sehen, welche Herausforderungen wir durch die Energiewende in Deutschland haben. Herausforderung bedeutet für uns, welche Chancen und welche Aufgaben wir haben. Denn all das, was wir machen und diese Herausforderungen, die vor uns stehen, die brauchen auch ein großes Maß an Vertrauen, dass man gemeinsam auch neue Wege wagt, dass man gemeinsam auch Herausforderungen stemmen kann.